Meine Clasher-Freunde, hier ist wieder King O und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Clan War Fights und heute mit einem kleinen Taktik-Guide über die Hexen bzw. über die Taktik GoWiiWi. Und ich mache mal hier ganz kurz Pause, ihr seht ja den Gegner schon und ich habe den einfach mal gerade fotografiert, habe das Ganze jetzt auf mein iPad gezogen und wie ihr es von mir kennt, Taktik-Guides immer mit Erklärungen, mit Malprogramm und da wechseln wir natürlich jetzt ganz schnell rein. Und wir starten direkt mal los. Die Golems bekommen heute die weiße Farbe. Ich sollte mir eigentlich mal für die Truppen feste Farben zurechtlegen oder wie auch immer, aber irgendwie verchecke ich das immer. Ist, glaube ich, aber nicht so wild, denn es wird ja jedes Mal wieder von neuem erklärt. Ja, bei GoWiiWi ist entscheidend, oder ich habe mich bei dieser Base für GoWiiWi entschieden, weil sie relativ breit gebaut ist. Also es gibt relativ viele Lücken und es ist nicht alles eng an eng gebaut. Wenn man jetzt einfach mal, hier diese Lücken alle einzeln, hier ganz weit, hier und hier, hier, hier. Das ist alles, hier ist alles Platz dazwischen und das ist alles Laufweg von den Truppen. Und ihr seht es hier, es ist alles laufig und es muss alles abgelaufen werden. Und deswegen GoWiiWi. Skeleton Traps oder beziehungsweise Skeletons werden immer neu gespawnt und diese laufen dann natürlich den ganzen Weg ab. Und man braucht immer wieder neue Truppen, die das Ganze machen, weil natürlich auch unterwegs einige vernichtet werden. So, jetzt kann ich hier leider diese zwei Kreise nicht mehr entfernen, aber ich glaube, das ist nicht weiter wild. Stört euch einfach nicht an den Kreisen. Ich gebe den mal hier so zack durch. Das hat keinerlei Bedeutung fürs Video. Warum ich mich für diese Seite entschieden habe zum Angreifen, es war einfach reine Intuition. Also was ich sagen kann ist, dass ich niemals von dieser Seite und auch niemals von dieser Seite angegriffen hätte. Ganz einfach, denn wenn ich von hier Golems reinschicke, werden beide jeweils von diesen X-Bögen jeweils erfasst und beschossen. Das ist im Prinzip wie gegen Rathaus 10. Man geht ja auch nicht von der Seite rein, wo beide Infernos gleichzeitig alle Truppen erfassen können. Also quasi ein Inferno kann 5 Truppen erfassen, der andere nochmal 5. Also das heißt, quasi 10 Truppen können auf einmal werden auf einmal angegriffen. Macht man ja logischerweise auch nicht. Deshalb, ihr seht es hier, ein X-Bogen hier, ein X-Bogen da. Die stehen relativ weit auseinander und wenn ich ungefähr hier mit meinen Golems bin, dann fängt, oder noch später sogar, also wenn ich wahrscheinlich hier oder hier mit meinen Golems bin, dann fängt erst der X-Bogen an, auf einen von den beiden Golems zu schießen, während der dann wahrscheinlich schon hoffentlich platt ist. Und der Plan, wie gesagt, war hier, dass ich von hier unten, wie gesagt, mit Golems AMG, Golem hier reingehe. Und der Golem hier in der Mitte war ein bisschen tricky. Ich wusste nicht, zu welcher Seite er läuft, weil ich ihn natürlich genau in die Mitte gesetzt habe. Und dadurch, dass die Mauern hier ein bisschen vorstehen, ist es natürlich ganz logisch, entweder hier oder hier wird er hinlaufen. Er ist im Endeffekt dahin gelaufen und deshalb habe ich dann hier meine Helden gesetzt, da mein King auch als Tank bei GoWiiWi dient. Wir machen das mal ganz kurz weg, sonst wird das hier zu unübersichtlich. So, also der ist dann dahin gelaufen und die Helden machen wir einfach mal schwarz. Ne, das war nicht so schön. H mal 2 sind dann auch hier reingelaufen. Dann natürlich ganz wichtig, dass ich eine Reihe Magier ziehe. Bei GoWiiWi ist es natürlich so, dass ich weniger Magier habe und dann die Magier einzeln setzen muss. Also dann quasi richtig bestimmt mit dem Finger einzeln tippen muss. Das habe ich bei GoWiiWi habe ich das nicht. Da ihr seht es hier, ich habe 16 Magier mit relativ viel Magier. Und dann ist es auch mal okay, wenn ich einfach hier eine Reihe ziehe. Dann mit den Hexen und den Magiern. Es kommt immer ganz drauf an. Ich fahre relativ gut mit 6 Hexen und 16 Magier oder auch 15 Magier, je nachdem. Manchmal nehme ich auch noch anstatt ein Magier nehme ich irgendwie 4 Bogen mit zum Clearen. Hat jetzt hier nicht ganz so viel Sinn gemacht, da relativ viele Bogentürme oder generell die Bogentürme relativ weit außen stehen und auch keinerlei tote Gebäude so wirklich existieren. Natürlich kann es sein, dass tote Gebäude immer noch während des Angriffs sich entpuppen, aber hier war es halt einfach der Fall, dass ich daraufhin spekuliert habe und darauf spekuliert habe, dass das nicht passieren wird. Deshalb, ja, keine Bogen, dafür 2 Mauerbrecher bzw. ein Magier mehr. Ich habe des Weiteren
deshalb von dieser Seite noch angegriffen, weil hier ein kompletter Laufweg frei war, der natürlich durch die Golems absolviert werden kann, oder die Helden können dort freilaufen, die natürlich von Springtraps nicht erwischt werden. Und dann kommt es natürlich darauf an, auf die Zauber. Und ich habe mich, ihr seht, das Video ist auch vor dem Update, habe ich das aufgenommen, weil kein Giftzauber dabei ist. Aber ich habe mich hier gegen ein Splitspell entschieden, weil ich ein bisschen experimentiert habe in letzter Zeit mit 2 Heal, 2 Rage, 1 Heal, 2 Rage, 1 Blitz, 2 Heal, 1 Rage, 1 Blitz und so weiter und so fort. Und ich fahre mit dem 2 Heal und 2 Rage momentan ganz gut. Und es war nur noch zu schauen, wo laufen die Clanburg-Truppen des Gegners hin, hier oder hier, weil ich ja, wie gesagt, die Truppen hier, also hier oder hier dann jeweils reingeschickt habe. Und in dem Fall sind sie dann hier hingelaufen und das natürlich dann ganz klar, dass ich hier als allererstes den Rage raufhaue, weil ich natürlich auch meine Helden behalten will und auch den Golem als Tank. Und dann laufen natürlich die Magier noch mit rein, töten die Clanburg und so weiter und so fort. Das war natürlich das Entscheidende. Und man macht das natürlich auch so ein bisschen davon abhängig, wo die Clanburg hinläuft, wo man die Helden auch setzt. Jetzt war es natürlich für mich im Vorhinein schon festgelegt, dass ich die Helden da reinschicke, wo nicht der dritte Golem hinläuft. Aber man macht das normalerweise davon ein bisschen abhängig. So, dann den zweiten Heal wollte ich mir auf jeden Fall für die Mitte hier aufheben, da ich vermutet habe, oder das war eigentlich an sich so geplant, dass ein Großteil der Truppen sich dann hier in der Mitte trifft und dann nochmal gehealt werden. Und der Rage dann ganz individuell, je nachdem, wo gerade Not am Mann ist, denn den König kann man ja einzeln ragen, das ist natürlich ganz klar, aber wahrscheinlich werde ich dann, wenn ich da drüben hier den einen Heal gesetzt habe, hier drüben schon den ersten Rage hinhauen, habe ich mir gedacht, und vielleicht dann nochmal gegen Ende, wenn es ein bisschen kritisch wird. Und das war eigentlich so die Sachen, auf die man achten muss bei GoWiW. Wichtig immer für mich, 3 Golems, also dass man 3 Tanks hat, dahinter setzt man jeweils 2 Hexen oder auch 3 Hexen, man kann auch 9 Hexen mitnehmen, dafür ein bisschen weniger Magier, je nachdem, muss man für sich ein bisschen austesten, das gibt nicht, ist für mich nicht ganz so festgelegt, ich fahre mit dieser Taktik ganz gut, 12 Mauerbrecher, 15 bis 16 Magier, entweder noch 4 Bogen dann mit, wenn ich nur 15 Magier habe, 3 Golems, denn einer ist in der Clanburg, 6 Hexen und jeweils 2 Hexen immer hinter die Golems gesetzt. Damit fährt man wirklich ganz gut. Ich würde auch immer empfehlen, mindestens 2 Hexen auf eine Stelle zu platzieren, denn man sieht entweder in diesem oder im nächsten Video, ich mache 2 Videos, sieht man ganz gut, dass wenn 2 Hexen gleichzeitig Skeletons spawnen und es schießen nur 1 bis 2 Defense-Gebäude auf die Hexen, sind immer wieder genug Larrys da, die die Gebäude quasi abfangen, beziehungsweise als Tank in Anführungsstrichen dienen und die Hexen im Hintergrund ganz gut schießen können und Skeletons produzieren können. Bei einer Hexe sind zu wenig Larrys da, sodass die relativ schnell gerackt werden und dann natürlich auch die Hexe angegriffen wird. So, das würde ich sagen, ist dir erstmal die erste Erklärung. Wir schalten mal oder wir switchen um ins Video und ich werde noch ein bisschen dazu erklären, aber nicht allzu viel mehr, denn ich habe hier jetzt schon eine Menge erklärt. Wenn ihr dazu Fragen habt, immer gerne in die Kommentare schreiben und ich beantworte oder versuche immer schnellstmöglich und so gut wie es geht, das Ganze schriftlich zu beantworten. Wenn natürlich noch viele Fragen offen sind, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, nochmal ein zweites Tutorial über GoWiW zu machen, aber ich würde sagen, wir quatschen nicht lange, wir gucken uns jetzt erstmal den Angriff an und wir switchen ins Spiel. Wie gesagt, auch wie bei GoGWiW, wie bei GoWiP, immer weiter Spread in den Golems, damit man wirklich eine Seite komplett abgedeckt hat, damit man über eine Seite hingeht. Ihr seht es, 2 Hexen, 2 Hexen, 2 Hexen. Wie gesagt, mit den Mauerbrechern hatte ich mich ein wenig verschätzt. Man braucht ja 3 Mauerbrecher, um so eine 9er Mauer aufzukriegen. Deswegen, das war ein bisschen Fail. Und was ganz gut war, ist, dass dort drin die eine Bombe schon ausgelöst wurde. Ihr seht es, die Helden dann gesetzt, als ich gesehen habe, okay, Clanburg kommt dorthin, den Heal gedroppt, damit natürlich erstmal soweit alles heile bleibt. Und es sieht auch so aus, als wenn erstmal alles heil bleibt. Unten sind die 2 Golems reingelaufen, die natürlich schon gut als Tank. Dahinter die Hexen, die immer wieder schön spawnen. Und ich bin quasi in beiden Kompartiments bin ich drin. Und habe die eigentlich auch jetzt schon an sich komplett ausgeräumt, was so an sich auch der Plan war. Komme dann in die Mitte ganz gut rein, da hat mich der X-Bogen eigentlich gut reingezogen. Und was hier auch sehr, sehr positiv ist,
dass der Golem dort jetzt auch auf der rechten Seite schön durchläuft und gleich als Tank weiter dient. Ihr seht, den Heal-Spell habe ich mir für die Mitte aufgehoben, wie viele Magier und wie viele Hexen ich dort in dem Moment geheilt habe. Dann haue ich den ersten Rage, was ein bisschen Fail war, weil ich jetzt den König zünden muss und das ein Doppel-Rage gibt und aber Doppel-Rage ja nie wirklich funktioniert, das wisst ihr. Die Queen muss sich leider auch schon zünden. Geht jetzt auch schon down, genau jetzt. Aber der König ist nochmal auf die rechte Seite rüber geswitcht und ihr seht es, wie viele Hexen dort auf einer Stelle sind und Skeletons produzieren. Es ist kein Massen- oder beziehungsweise kein Flächenschaden-Defense mehr da. Das ist auch natürlich von Vorteil immer. Und der König geht dort nach außen, die rechts, die Hexe macht natürlich mit den Larrys da noch ganz gut Schaden. Und links oben ist jetzt gerade eine Bombe explodiert, die hat mir natürlich einiges kaputt gemacht. Aber es sind immer noch zwei, drei Hexen links am Start, die dort auf den Bogenturm gehen. Und ab da an wusste ich, okay, alles klar, das wären auf jeden Fall drei Sterne, so wie es geplant war. Bisschen ärgerlich, dass die Tanks sich da aufgehalten haben, die zwei, drei Mini-Golems, aber auch nicht weiter wild. Es hat alles super gepasst. Ich habe noch vier Hexen, die übrig sind, zwei kleine Mini-Tanks und der König. Dass der mir nicht gestorben ist, damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet, aber ja, also wunderbar, würde ich sagen. Hat sehr, sehr gut geklappt, so wie es geplant war. Und ja, ich würde sagen, drei Sterne sind auf jeden Fall gegen die Nummer gegenüber doch ganz gut gewesen. Und da habe ich mir einen etwas schwächeren Gegner rausgesucht. Da gucken wir auch mal direkt rein und pausieren das Ganze. Und dann wechseln wir direkt mal rüber. Und ihr seht, es ist eine sehr weit gebaute Base. Da bietet sich natürlich GoWeWe ja eigentlich immer wieder an. Wie gesagt, es sind halt die Massen an Truppen, die halt durch die Hexen immer wieder produziert werden. Und ihr seht es hier, ich habe auch wieder meine Standardtruppen wie gerade im ersten Fight verwendet. Und wie gesagt, es ist einfach von entscheidender Bedeutung, dass GoWeWe benutzt wird, wenn natürlich Bases sehr, sehr weit gebaut sind. Und hier wird es auch sehr, sehr knapp. Und ich kann euch ganz kurz erzählen, wie gesagt, was der Plan war. Und ich bin dieses Mal von der, wie machen wir hier wieder weiß die Golems, natürlich weiter spread in den Golems. Oh, ihr ist natürlich zu dick. Ja, weiter spread in den Golems, was sich auch ganz gut angeboten hat, denn sie stehen, also die Defense steht hier wirklich richtig, richtig gut in einer Reihe, bis auf dieser eine Bogenturm, der tanzt ein bisschen aus der Reihe, aber ich wollte hier, dadurch, dass es so weit gebaut ist und die Queen auch so viel Laufweg dann quasi hat, die hat ja dann ungefähr so eine Range, und wenn meine Truppen sich dann irgendwie hier aufgehangen hätten, dann hätte die Queen vielleicht von da gefeuert, oder wenn die Truppen sich hier irgendwie aufgehangen hätten, dann hätte die Queen vielleicht irgendwie da noch gefeuert, je nachdem, also es ist ein bisschen, also es war auf jeden Fall besser, dass ich von dieser Seite angegriffen habe. Und die Clanburg, wenn meine Truppen dann quasi hier waren, haben meine Helden dann quasi in die Mitte gezogen. So war jedenfalls der Plan. Und ja, wie gesagt, hier schön in einer Reihe, was wirklich gut ist, weil die Golems dann immer ungefähr auf einer Höhe bleiben. Also der Golem geht natürlich dann hier rein, dann ist hier wieder die Defense relativ auf einer Höhe. Das war oder ist auf jeden Fall von Vorteil gewesen. Ja. Es gibt nicht weiter viel dazu zu erzählen. Natürlich dann wieder die lange Reihe der Magier. Hier braucht man wieder nicht einzeln setzen, denn man hat eine Menge Magier dabei. Die Hexen, ich weiß gar nicht, ich glaube, die hatten wir die gelb gemacht. Ich glaube, die hatten wir gelb gemacht. Hexen wieder mal zwei jeweils hinterher. Hexen mal zwei. Hexen mal zwei. Und hier kann man es nicht ganz so richtig abschätzen, wann man die Zauber verwendet. Natürlich ist wieder ein Zauber, nee, den Healspell hatte ich gelb gemacht, jetzt fällt es mir ein, egal. Auf jeden Fall nehmen wir den Healspell so. Auf jeden Fall war es wichtig, oder wollte ich auf jeden Fall hier, dass in der Mitte einmal geheilt wird, dass wenn die Truppen dann wieder nach da oder da ausschwärmen, dass sie dann erstmal wieder mit halbwegs vollem Leben loslaufen. Und auch den Rage muss man so ein bisschen aufpassen. Würde ich immer dann draufsetzen, wenn sich relativ viele Truppen vielleicht wieder an einer Stelle treffen. Also ich sag mal, wenn vielleicht den Rage, nehmen wir mal hier lila, wenn eventuell dieser Golem, der hier reingeht,
Ne, das machen wir mal so. Wenn der Golem hier reingeht und hier der Golem entlang geht und vielleicht der Golem nach dort abdriftet oder vielleicht dann hier so lang geht und der eine Golem dann auch hier lang geht, könnte man eventuell den Rage so setzen, dass ich, okay, die war ein bisschen groß vielleicht, aber dass ich beide Golems zusammen ragen. Also ich würde bei Gobi wie immer so viele Truppen wie möglich ragen und wenn es klappt, auch einfach mal eine ganze Handvoll Magier oder Hexen zusammen ragen. Wenn sie natürlich, so wie im ersten Fight gerade, in der Mitte getroffen und die einfach mal geraged. Das war wirklich sehr, sehr gut. Blöd war natürlich, dass ich da den King getroffen habe, aber ja, das ist auf jeden Fall, ja, doch, denke ich, sehr entscheidend. Und ich würde sagen, wir gucken uns den sehr, sehr knappen Fight an, aber doch dennoch sehr, sehr, ja, auf jeden Fall lohnenswert. Sehr, sehr lohnenswert und man kann, denke ich, eine Menge mitnehmen, wie man das Ganze machen kann. Und ja, ich würde sagen, ich schalte einfach mal um. Ihr seht's, weiter Spread in den Golems. Das war diesmal ein bisschen einfacher, dass die Golems auf jeden Fall in der Spur bleiben. Jeweils zwei Hexen wieder dahinter. Die Golems dienen natürlich als Tank. Wieder zwei Hexen, wie gesagt, auch wichtig, weil sie zu zweit immer genug Skeletons produzieren, um die Skeletons als Tank fortzusetzen. Dann habe ich hier, um in die Mitte zu kommen, die Mauerbrecher alle in eine Reihe gesetzt. Und ihr seht, sie kommen nicht ganz durch und das war mein Fehler. Auch ich hätte vielleicht die nach und nach ein bisschen setzen sollen. Aber dadurch, dass außenrum die Tanks schon alles und die Wizards und die Witches außenrum gut weggeräumt haben, ist mir nichts nach links und rechts abgehauen und die Helden sind richtig schön in die Mitte. Musste in der Mitte da schon einmal healen, weil natürlich die Klamuk relativ früh rausgekommen ist, die jetzt gerade stirbt. Und ja, dann bin ich auch schon mit meinen Helden in der Mitte. Der König stirbt mir da jetzt schon weg. Ist nicht weiter wild gewesen, weil, ja, da der Heal natürlich in der Mitte, weil dort natürlich der Fünfer-Golem noch war, also die Minis haben sich natürlich schon geteilt, der eine Golem, die Minis waren dort in der Mitte noch, Hexen und Magier, und da sterben noch eine ganze Menge Magier weg, das war ein bisschen ärgerlich. Außenrum machen die Hexen ganz gut Schaden, rechts ist der Golem etwas hängen geblieben, das war auch ein bisschen ärgerlich. Aber die Queen gezündet, kann da gut, ganz gut rasieren. Und der Nachteil bei so weit gebauten Bases ist natürlich immer, dass du natürlich viel abdecken musst und deine Defense dann natürlich auch immer nur einen gewissen Bereich abdeckt. Und die können natürlich dann nicht alles überschauen. Und das war hier auch mein Vorteil, weil natürlich zum Beispiel der Bogenturm jetzt nicht an meine Queen rangekommen ist, die Queen dann dort durch die Mauer konnte und natürlich auch unter Rage war und unter Rage natürlich nicht den Bogenturm attackiert und mir stirbt, aber ich hatte ja dort noch einen Tank, der dann auch sich endlich mal entschieden hat, durch die Mauer durchzukommen. Und die Hexen seht ihr unten, zwei Stück produzieren genug Larrys, keine Massenschaden-Defense mehr, also Flächenschaden-Defense mehr vorhanden und somit können die Hexen genug Skeletons produzieren. Jetzt sterben die letzten und die neuen werden schon produziert und ja, perfekt von der Masse her an Skeletons. Und ja, da stirbt auch schon die letzte Defense und die Zeit wird richtig, richtig eng, auch weil der kleine Minigolem sich da rechts außen, die zwei kleinen Minigolems rechts außen sich da lange aufgehalten haben. Ich hatte Glück, dass ich durch keine Mauer mehr durch musste, weil das wäre wirklich eng geworden und der Golem macht ja da auch nicht ganz so viel Schaden, aber es war wirklich auf die letzte Sekunde, dass hier die zwei Bauhütten gefallen sind und auch nur, weil sich diese kleinen Skeletons nochmal in zwei Grüppchen geteilt haben. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen Gefallen damit tun, einmal auch ein Go-Wee-Wee-Taktik-Guide zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist wieder ein bisschen länger geworden, aber es ist halt wirklich immer dem Zeichnen geschuldet. Ich möchte das natürlich so ausführlich wie möglich machen für euch, damit ihr es anwenden könnt, damit ihr es umsetzen könnt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dafür einen Daumen nach oben da lasst. Teilt das Video, versucht auch mal eure Freunde dazu zu gewinnen und die mir vielleicht auch ein Abo da lassen können. Und ja, ich würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Der King ist raus. Ciao.